also ist mein Schwippschwager übrigens auch, ja. Und wenn ihr wissen wollt, was in 5 Jahren bei Spiegel Online diskutiert wird, dann folgt ihm auf Twitter und was weiß ich. Also er ist immer so, er bringt irgendein Thema, ich denke, geil, sau spannend, dann geht's wieder irgendwie in den Hintergrund und so 3, 4, 5 Jahre später wird's dann ganz groß. Und das ist eigentlich auch sein Job, das zu tun, aber den Rest lasse ich einfach selber von dir erzählen. Schön, dass du den weiten Weg in Kauf genommen hast heute. Dankeschön. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass wir den Abend zu Future of Work mit dem Ende der Arbeit beginnen. Das ist einfach die Realität. Ich habe euch direkt mal zum Anfang gesagt, gleich noch ein bisschen was zu mir und so weiter. Ich dachte, ich bringe euch zum Anfang mal ein kleines Video mit, das die Tage rausgekommen ist. Das ist, also wenn ihr euch vorstellt, Roboter und Böse und wollen uns bekämpfen und Terminator, das ist so die aktuelle Version, super scary. Nämlich, das ist ein Roboter, der euch, wie auch immer ihr dieses Spiel nennt, Tic-Tac-Toe, Schnick-Schnack-Schnuck, Papier, Schere, Stein, was auch immer, der euch in 100% aller Fälle schlagen wird. Dieser Roboter ist in diesem Spiel unbesiegbar, zumindest von Menschen. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass er innerhalb von wenigen Millisekunden erkennt, welche Bewegung ihr machen werdet und dann immer die nimmt, die euch schlägt. So viel mal zu dem Angstszenario, was ich direkt mal am Anfang in den Raum stellen wollte. Okay, wow, nicht schlecht. Es hat sowas von Demo. So. Das Ende der Arbeit! Soll ich den Hall noch ein bisschen hochdrehen? Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich fand es an der Stelle immer super lustig, wenn man so wie ich als Nicht-Berufsaktivist dann mal auf einer Demo ist, wie es diesen Herbst irgendwie bei der Freiheit statt Angst-Demo das erste Mal war. Und dann immer so vom Sprecherwagen dieses Ding kommt: Da vorne sind wieder Kameras! Lasst uns alle schnell was rufen! So. Okay, so funktioniert das. Ich hab's verstanden. Genau, ich will euch ein bisschen heute einfach so ein paar Trends aufzeigen. Ich sag's gleich vorweg, ich habe nicht die Lösung für euch. Ich habe auch nicht die Lösung für uns und die Lösung des Problems der Arbeit. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, sich über ein paar Entwicklungen bewusst zu machen, um sie bewusst gestalten zu können und besser zu verstehen. Und das ist so ein bisschen das, was ich heute Abend mit euch durchgehen möchte. DT-Arbeit, habe ich einfach mal gesagt, so ist, wir haben es bei der Republika gemerkt, es ist ganz cool, wenn man zu so einem bestimmten Themenkreis ein eigenes Hashtag hat, weil dann kann man so ein bisschen die Dinge miteinander verfolgen, was dazu passiert, was für Fragen kommen. Kurz zu mir, Johannes Kleske mein Name, das sind irgendwie die wichtigen Sachen, die ihr braucht, wenn ihr irgendwie im Web nachrecherchieren wollt, wer der Hansel da vorne ist, der leider auch so ein bisschen angeschlagen ist und deswegen vielleicht manchmal ein bisschen komisch klingt. Ich dachte kurzfristig, ich mache noch eine kurze Karriere als Kino-Trailer-Sprecher. In a world. Das ist das, was ihr wissen müsst. Ich bin von einem Unternehmen, was hier nicht angezeigt wird. Das ist ganz cool. Mein Rechner nimmt direkt die Werbung raus. Finde ich ziemlich gut. Also Fergrave ist irgendwie das Unternehmen, was ich mit zwei Freunden zusammen gegründet habe. Wir sind gerade zu zweit und wir helfen Unternehmen zu verstehen, wie die Welt sich verändert, insbesondere durch Technologie und durch all das, was mit dem unglaublich schwammigen Wort digital zusammenhängt. Und ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele. Dabei beobachten wir ganz viel, wo Dinge drüber geschrieben werden, so was passiert so an den Rändern des Mainstreams, was passiert irgendwie in den Subkulturen. Und in den letzten letzten Jahr sind immer wieder so Artikel aufgetaucht. Ich habe euch einfach mal irgendwie 3 hier hingepackt. So, how robots are eating the last of America's and the world's traditional manufacturing jobs. Obama must face the rise of the robots. Oder Difference Engine, Lüdit Legacy. Lüdit sind die Maschinenstürmer. Und die bekommen dieser Begriff der Luditen oder der Maschinenstürmer bekommt plötzlich wieder so eine ganz neue Bedeutung, weil plötzlich viel mehr Leute wieder sagen, so, oh, die bösen Maschinen, und wir müssen uns gegen sie auf... Und uns ist aufgefallen, dass immer wieder solche Artikel auftauchen. Wir haben uns gefragt, was genau passiert denn da eigentlich? Ist das was Neues? Wir haben festgestellt, nein, schon der gute Jeremy Rifkin hat 1995 gesagt, in the years ahead, more sophisticated software technologies are going to bring civilization ever closer to the near workerless world. Die Software wird uns allen die Arbeit wegnehmen und uns
wir werden nur noch entspannen können. Das heißt, es ist nicht ganz neu, diese Beobachtung, aber sie wird immer mehr scheinbar Realität, wenn man diesen verschiedenen Artikeln glauben soll. Und immer wenn solche Sachen uns auffallen, wenn wir merken, hey, da passiert was, wir können es noch nicht ganz genau einschätzen, was genau ist da los, dann benutzen wir das sogenannte OODA-Framework. Das ist einfach ein einfaches Tool, was uns so ein bisschen hilft, strategisch zu entscheiden, was genau passiert und was wollen wir damit machen. Das ist gebe ich euch einfach als einen kleinen Tipp mit. Das ist so ein Framework, was einem hilft, Situationen zu analysieren. Es kommt aus der US Army, wurde von einem Marineflieger entwickelt und sollte den Piloten dazu helfen, Situationen schnell einzuschätzen und richtig darauf zu reagieren und dadurch den Feind zu besiegen. Und es ist ganz einfach, man beobachtet etwas, dann orientiert man sich, was genau passiert hier, wie muss ich das einschätzen, dann trifft man eine Entscheidung und dann handelt man nach dieser Entscheidung. Und das Entscheidende dabei ist, dass man diesen Loop immer wieder ganz schnell durchläuft, um zu gucken, hat sich was verändert, wie muss ich neu darauf entscheiden. Das ist so ein bisschen meine Struktur für diesen Vortrag. Das heißt, was beobachten wir eigentlich gerade? Was passiert denn? Und ein Ding, was bei dem ganzen Thema Maschinen, Roboter, Arbeit wichtig ist, ist, dass wir uns darüber klar werden, was ist denn eigentlich als erstes Mal das Bild, was wir im Kopf haben, weil die Bilder oder die Begriffe, die wir benutzen, ganz stark beeinflussen, wie wir Situationen einschätzen. Und wenn wir über Roboter und Arbeit sprechen, dann haben wir in der Regel immer das im Kopf. Das ist der bekannte KUKA-Fließband-Roboter, mit dem in großen Teilen der Autoindustrie heutzutage Karosserien zusammengesetzt werden. Das ist so das ganz klassische Beispiel. Das ist ein Roboter. Dieser Roboter hat definitiv einigen Leuten Arbeit weggenommen. Aber Roboter können auch ganz anders aussehen. Wir haben dann so zum Beispiel Babysitter-Roboter. Die sehen noch so ein bisschen aus, wie wir uns das vorstellen. Die kommen gerade im asiatischen Raum, in Japan, in Südkorea immer mehr zum Einsatz. Übrigens ein ganz interessanter Punkt, weil man ganz viel hier noch drüber diskutiert, so, ach, darf man sowas machen? Darf man irgendwie Kindern oder auch Senioren irgendwelche so Roboter hinsetzen? Die brauchen doch irgendwie menschliche Zuneigung. Ich habe ein Zitat gelesen von der südkoreanischen Regierung, die gesagt hat, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben das Problem, dass unsere Gesellschaft so massiv altert, dass wir in ein paar Jahrzehnten gar nicht mehr die Menschen haben, um all diese Senioren zu pflegen. Das heißt, wir stehen nicht zwischen der Frage, geben wir jemandem einen menschlichen Pfleger oder einen Roboterpfleger, sondern wir stehen zwischen der Frage, geben wir jemandem einen Roboterpfleger oder lassen wir ihn sterben. Und dann wird plötzlich die Frage ganz anders, wie können wir Maschinen bauen, Roboter bauen, die uns Arbeit in der Altenpflege abnehmen können, sodass sich die Menschen wiederum tatsächlich auf die persönliche Beziehung konzentrieren können in der Altenpflege. Das ist so ein Beispiel von denen, die wir in Roboter, wenn wir diesen Begriff erwähnen, was wir vor Augen haben. Es gibt natürlich auch ganz andere Roboter. Das ist jetzt die Stelle, ist ganz wichtig in jedem Vortrag, der mit dem Internet zu tun hat, immer Katzeninhalte unterbringen. Das mache ich an der Stelle. Das ist auch ein ganz typischer Roboter, wie er heute schon in vielen Haushalten zu finden ist. Die gute alte Rumba, die dafür sorgt, wir schalten sie ein, wenn wir das Haus verlassen und wenn wir zurückkommen, ist unser Boden sauber. Jeder, der das Ding schon mal ausprobiert hat, wird feststellen, dass es für einen Menschen unglaublich nervtötend ist, dem Ding beim Putzen zuzuschauen. Weil es nach ganz anderen Algorithmen oder nach anderen Reinigungsmustern funktioniert, als wir Menschen das tun. Es macht trotzdem seinen Job relativ ordentlich, aber es ist ein gutes Beispiel, auch das ist ein Roboter. Ein ganz anderer Roboter ist das selbstfahrende Auto, hier mal am Beispiel von Google. Ganz interessant, das ist eine Grafik, die vor ein paar Monaten rauskam. Das ist die Straße, so wie das Google-Auto sie sieht. Nämlich die ganzen Sensoren, die es erfasst. Ein Google-Auto, wenn es durch die Straße fährt, erfasst pro Sekunde 1 GB an Daten. Das ist ganz wichtig, damit es niemanden totfährt und sonst keine Unfälle verursacht. Aber das ist so ganz interessant so zu sehen. Das wird so, ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber nachzudenken, was selbstfahrende Autos, wie sie die Arbeitswelt verändern werden. Ja, allein schon mal von dem Ding her, was möglich ist, wenn ich nicht selbst bei Steuer sitzen muss, sondern zum Beispiel arbeiten kann, während ich meinen Weg zur Arbeit bestreite.
aber natürlich auch die ganze Industrie, die vom Fahren lebt. LKW-Fahrer, Taxifahrer, Limousinenfahrer, Postausfahrer. All diese, was, wie wird das das verändern, wenn es tatsächlich möglich ist, das zu machen? Das ist ganz interessant. Die Technologie ist hier nicht mehr das Problem. Hier geht es rein um gesellschaftliche Fragen. Die Technologie ist da. Ja? Google lässt seine Autos seit vielen, vielen Monaten ohne jegliche großen Zwischenfälle. Ich glaube, es gab 2 Zwischenfälle mit Google-Autos bisher und jedes Mal war menschliches Eingreifen das Problem gewesen. Das heißt, technologisch sind wir da. Wir können das. Aber die Frage, die uns im Moment zwischen dem steht, dass diese Dinge überall rumfahren und der Realität, wie es gerade ist, ist tatsächlich, wie können wir das akzeptieren? Wie können wir damit umgehen als Gesellschaft? Wer ist denn verantwortlich, wenn das Ding in irgendeiner Form einen Unfall macht? Ist es der Fahrer, der eigentlich noch dahinter sitzen sollte? Ist es Google? Ist es irgendwie der Autohersteller? Das sind die Fragen, die wir uns damit beschäftigen. Aber mal ein ganz anderes Beispiel für einen Roboter, der vielen, vielen Leuten gerade die Arbeit wegnimmt, ist das hier. Das ist High Frequency Trading an der Börse. Das ist ein Algorithmus, der in einer Sekunde viele Millionen von Börsentransaktionen durchführt. Das macht heute ca. 80% des kompletten Börsenhandels aus. Und der Mensch hat keinerlei Chance, da mehr einzugreifen. Ich habe mal hier diesen Screenshot mit reingebracht. Das ist ein sogenannter Flash Sale gewesen. Ich glaube, vor 1,5 Jahren gab es diesen. Das ganze Ding, was ihr da seht, hat wenige Sekunden gedauert, in denen ein Algorithmus ausgetickt ist und ganz viel verkauft hat. Alle anderen Algorithmen sind hinterher und haben auch verkauft. Und innerhalb von wenigen Sekunden war das wieder ausgeglichen. Die Techniker dahinter haben Monate gebraucht, überhaupt zu verstehen, dass das passiert ist. Sie wissen bis heute immer noch nicht genau, warum das überhaupt passiert ist. Das ist so ein ganz interessantes Ding, wenn wir quasi Maschinen beauftragen, für uns diese Dinge zu machen, wie zum Beispiel hier an der Börse zu handeln, und wie die Technik so kompliziert geworden ist, dass wir nicht mehr wissen, was da genau passiert. Faszinierendes Ding. Und ganz grundsätzlich bei diesem Thema, Roboter nehmen uns die Arbeit weg, denken wir halt viel so, ne, an Mechanik, an solche Sachen, so Aktien, Börsenhändler hätten wir jetzt nicht, vielleicht nicht gedacht. Wo wir es noch viel weniger denken, sind so typische Berufe wie der Anwalt, der Arzt oder der Journalist. Aber auch das sind Bereiche, in denen gerade Algorithmen immer mehr dafür sorgen, dass bestimmte Jobs überflüssig werden, weil sie besser können. Also typisches Beispiel ist gerade, nach wie vor ist ein großer Teil der Arbeit eines Anwalts, nach meinem sehr begrenzten Verständnis, zum Beispiel Präzedenzfälle zu finden, sich durch viele, viele Akten durchzuwühlen. Logischerweise ein Schritt, bei dem eine sehr schlaue in Anführungszeichen, Software einen großen Vorsprung hat. Das gleiche gilt für den Arzt, der den Krebs erkennt. Ja, es gibt heute sehr, sehr ausgefeilte Algorithmen, die genau erkennen können, ist hier Krebs vorhanden oder ist es nicht vorhanden. Die Journalisten bisher so, ja, irgendwie eine gute Reportage. Aber tatsächlich auch sehen wir da schon, gerade in den USA gibt es ein Startup, das insbesondere im Sportjournalismus es geschafft hat, einen Algorithmus zu bauen, der alle Daten, die zum Beispiel zu einem Baseballspiel gesammelt werden, nehmen kann, das vergleicht mit anderen Artikeln, die über diesen Sport geschrieben wurden und daraus komplett automatisiert einen Sportbericht schreiben kann, der sich für uns ganz normal liest. Das heißt, gerade solche Reportagen so über Drittligaspiele und so weiter können inzwischen komplett automatisiert werden, weil für die Nachrichtenmagazine ist es natürlich super, weil sie sagen, oh, ich muss nicht zu jedem Spiel jemanden noch einen Menschen hinschicken, ich kann das machen. Für die Leute, die bisher damit ihr Geld verdient haben, schwierige Sache. Das sind einfach mal so ein paar Beispiele, um euch mal so ein bisschen den Kopf aufzumachen, was eigentlich alles so an Maschinen, an Robotern dort draußen unterwegs sind und wen das inzwischen beeinflusst. Ich möchte euch gern an der Stelle ein Buch empfehlen, was vor wenigen Wochen rausgekommen ist, von Constanze Kurz und Frank Rieger. Relativ kurzes Buch, ich habe laut Readmill, glaube ich, 5 Stunden 20 gebraucht, um es durchzulesen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich angeguckt, wie heute Brot entsteht. Und sind einmal den kompletten Produktionsablauf mit allem drum und dran vom Bauern, der das Korn sät, bis hinten zur Druckerei, die die Werbebroschüre druckt für den Supermarkt.
einmal den kompletten Produktionsablauf durchgegangen und haben sich genau geguckt, wie wird das heute gemacht. Das ist eine unheimlich spannende Bestandsaufnahme von dem, wie unglaublich technologisiert wir in diesem Bereich schon sind. Kann ich wirklich sehr empfehlen, wer wirklich mal so ein Gefühl dafür bekommt, also wo stehen wir eigentlich da heute? Super Buch. Das heißt, das ist der Punkt, an dem wir stehen. Da draußen passiert ganz viel. Das ist erstmal kein unbedingter Grund zur Sorge, weil es bisher eigentlich ein ganz normales Ding ist. Wir haben einen technologischen Fortschritt, der sorgt dafür, dass bestimmte Jobs überflüssig werden. Ja, irgendwie, das Auto hat nun mal die Kutsche abgelöst. Da kann man sich drüber aufregen, die armen Kutscher. Aber ich glaube, wir sind inzwischen alle irgendwie der Meinung, dass das ganz okay war. Und wir haben irgendwie als Gesellschaft überlebt den Wegfall der Kutscher. Das ist hier so ein Beispiel einer McKinsey-Studie, die gesagt haben, dass für jeden Job, den das Internet zerstört, es 2,4 neue schafft. Erstmal eigentlich alles ganz gut. Was ist eigentlich das Problem? Erstmal kommen wir aber dazu, warum das so ist. Also wieso kann das Internet so viel Neues schafft und was ist die aktuelle Situation? Dafür ist es ganz wichtig, dass ihr den guten Alan Moore kennt. Alan Moore hat in den 60ern bei Intel gearbeitet und hat diese berühmte Gesetzmäßigkeit aufgestellt, dass alle 18 Monate sich die Produktivität der Transistoren verdoppelt. Was grob heißt, dass ein Rechner alle, also ganz, ganz grob vereinfacht, dass ein Rechner alle 18 Monate, quasi wenn er neu produziert wird, doppelt so schnell ist wie vorher. So ganz grob vereinfacht dargestellt. Deswegen kann irgendwie ein Phil Schiller von Apple sich auf die Bühne stellen und kann sagen, das neue iPhone ist 75 Mal so schnell wie das erste iPhone, was wir gebaut haben. Genau aus diesem Grund, dass wir diese exponentielle Produktivitätszuwachs in der Computertechnologie haben. Und das hat dazu geführt, dass es immer schneller wird. Und was jetzt dabei passiert, ist, dass wir nicht so schnell mehr nachkommen, neue Jobs zu bauen, wie die alten Jobs durch IT-Produktivitätssteigerung ausgeglichen werden. Weil es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang. Das ist die Produktivität bzw. die Gewinne der US-Unternehmen in den letzten Jahrzehnten. Und wir sehen hier, das sieht sogar relativ stark genauso aus wie die Produktivitätszuwachskurve von Alan Moore. Das heißt, das ist eine relativ starke Überschneidung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es genauso das eine mit dem anderen exakt zusammenhängt. Aber wir können schon grob vereinfacht sagen, dass IT dazu beigetragen hat, dass in den letzten Jahrzehnten unsere Gewinne in den Unternehmen exponentiell gestiegen sind. Wir haben hier die Krise, sehr, sehr starker Einbruch, aber von der haben wir uns auch wieder erholt. Also um es ganz genau zu nehmen, die Amerikaner haben sich davon wieder erholt, was die Gewinne angeht. Der Knackpunkt aber, und das ist der Grund, warum ich euch dieses Thema heute erzähle, ist diese Kurve. Das ist nämlich die Überlagerung mit den Arbeitsplätzen. Und wir sehen, dass lange Zeit die Arbeitsplätze schön mickrig gestiegen sind mit den Profiten. Dann kam die Krise, Profite sind eingestürzt, Arbeitsplätze sind eingestürzt, Profite haben sich wieder erholt, Arbeitsplätze nicht. Und das ist genau das, was diesmal ein bisschen anders ist, als es bei vorherigen Krisen war. Bei vorherigen Krisen, es gab immer schon mal irgendwie, ne, von der industriellen Revolution und so weiter, es gab immer schon mal Krisen, wo das eingestürzt ist, aber jedes Mal haben sich beide Seiten wieder erholt. Und diesmal sind die Profite wieder hochgegangen, aber es wurden einfach nicht mehr Leute eingestellt. Es geht zwar wieder ein bisschen bergauf, was die Arbeitsplätze angeht bei den USA, aber irgendjemand hat mal ausgerichtet, dass es nach dem aktuellen Zuwachs an Arbeitsplätzen in den USA noch circa 5000 Jahre dauern würde, bis sie wieder auf dem Niveau sind, wo sie vorher waren. Das heißt, irgendwas passiert da. Und ich sage das auch an der Stelle ganz ehrlich dazu, es ist ein sehr, sag ich mal, ein Mikroblick auf das Ganze. Es kann auch gut sein, dass wir in 30 Jahren zurückgucken und feststellen werden, naja, also im Gesamtzusammenhang ist es dann tatsächlich auch wieder hochgegangen, es hat nur so ein bisschen länger gebraucht. Aber im Moment, wie sich die Situation darstellt, ist es auf jeden Fall einer, in der wir drüber nachdenken sollten, was passiert da. Weil das, was auch passiert, ist in der Regel, wenn wir so technologischen Fortschritt haben und Arbeitsplätze wegfallen, dann fallen die in der Regel im unteren Segment weg
und kommen im mittleren Einkommenssegment dazu. Das heißt, Leute werden schlauer, werden fitter, bekommen mehr Ausbildung und können deswegen im mittleren Segment einsteigen. Aber was wir jetzt hier tatsächlich als einer der ersten Male überhaupt sehen, ist, dass eine ganze Menge Jobs im mittleren Bereich wegfallen. Im Niedriglohnbereich ist das gar nicht so stark. Und gerade auch wenn man sich zum Beispiel in den USA die Zahlen anguckt, die ganzen neuen Jobs, die generiert werden, kommen alle im Niedriglohnsektor dazu. Das sind viele Lagermitarbeiter und so weiter. Was wegfällt, sind die mittleren Lohnbereiche. Und das Problem daran ist dann noch, dass die mittleren Lohnleute sagen, okay, scheiße, ich kriege keinen Job mehr, also mache ich irgendwie was, wo ich weniger Geld bekomme. Das heißt, sie nehmen tatsächlich die Niedriglohnjobs an und drängen die Niedriglohnleute aus dem Markt raus. Und das ist tatsächlich, man nennt das so das Stundenglas-Problem, deswegen dieses Bild hier. Und das ist eines der ganz großen Herausforderungen, vor denen insbesondere die USA und in der Verlängerung auch wir stehen. Der Economist hat das so zusammengefasst: Technology is no longer creating new jobs at a rate that replaces old ones made obsolete elsewhere in the economy. Das ist der Kern des Problems, vor dem wir gerade stehen. Es kommen nicht genug neue Jobs dazu, so schnell wie die alten wegfallen. Das ist das, was wir beobachten. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was genau passiert hier? Wie sollen wir das einschätzen? Und dabei ist mir ganz wichtig, immer wieder festzuhalten, was hier der gute McLuhan gesagt hat. Es ist nichts Unausweichliches da. Es ist nichts, wo wir sagen können, ach, wir können eh nichts machen, wir sind total hilflos. Solange wir bereit sind, wirklich zu verstehen, was da passiert, genau dahinter zu gucken und bereit sind, daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und um so ein bisschen aufzuzeigen, wenn wir diese aktuelle Entwicklung angucken, wo könnte das hingehen, möchte ich euch kurz den guten Marshall Brain vorstellen. Marshall Brain ist ein Unternehmer, der mit verschiedenen Webplattformen richtig viel Kohle gemacht hat und der jetzt seinen Millionärs-Exzentrismus damit auslebt, sich ganz viel Sorgen darüber zu machen, wie die Bösen und Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Und er hat ein kurzes Buch geschrieben, er hat sich überlegt, ich sehe diese Zukunften und ich sehe diese Möglichkeiten, wie kann ich das am besten vermitteln? Und er hat dazu einen kleinen Roman geschrieben. Ich möchte euch direkt vorwarnen, dieser Roman ist ganz furchtbar. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn du Leute hast, die eine Nachricht, eine Botschaft zu vermitteln haben und die dann anfangen, Romane zu schreiben, dann fühlt sich das immer ein bisschen furchtbar an. Ich möchte ihn euch trotzdem empfehlen, weil diese beiden Szenarien sehr spannend sind und mir zum Beispiel persönlich sehr gut helfen zu sehen, in welche Richtung es gehen kann. Und deswegen trotzdem, das Buch kostet irgendwie 1,50 € auf Amazon. Guckt rein, erwartet nicht große Unterhaltung, aber erwartet zwei spannende Szenarien. Weil das eine, was er aufmacht, ist zu sagen, es gibt die Dystopie. Und die Dystopie ist in seinem Fall zu sagen, wir kommen dahin, dass die Maschinen anfangen, uns zu kontrollieren. Ja, wir haben irgendwie Big Data, Algorithmen, die genau wissen, wo muss was, wie, wann passieren. Und wir Menschen sind viel zu schlecht, ja, wie wir es ganz am Anfang in dem Video gesehen haben. Wir sind viel zu langsam, wir sind viel zu reaktionsfähig. Wir können gar nicht genau wissen, wie wir unsere Produktion am besten optimieren. Die Maschinen übernehmen das und wir sind nur noch die Handlanger der Maschinen. Und als ein Beispiel, wo man das sehen kann, ist hier ein Lagerhaus von Tesco in England, gab es als Meldung. In diesem Lagerhaus laufen alle Lagermitarbeiter mit so einer Handmanschette von Motorola rum, die genau trackt, wie viel sie arbeiten, was sie genau machen, wie lange sie Pause machen, wann sie aufs Klo gehen. Und danach bekommen sie Punkte und basierend auf den Punkten wird ihnen ihr Gehalt ausgezahlt oder auch Gehalt abgezogen. Das ist tatsächlich, das darf dann ohne weiteres auch wirklich den Namen Human Resources tragen, weil nichts anderes ist das. Das ist die Dystopie. Das ist so, dass wenn alles schief geht, dann sind wir irgendwann nur noch Befehlsempfänger der Maschinen. Am anderen Ende des Extrems ist was, was sich unter dem Namen Digital Athens propagiert wird. Es gibt so ein paar Vertreter, die sagen, das ist doch total geil. Die Maschinen machen unsere Jobs und wir schieben alle irgendwie einen ganz entspannten. Und das ist so, nämlich so wie nach unseren vereinfachten Vorstellungen damals im alten Athen. Die hatten alle ihre Sklaven, die ihnen irgendwie die Hausarbeit und irgendwie so weiter verrichtet haben. Und das hat ihnen die Freiheit gegeben, sich lustig irgendwie auf ihren Marktplätzen zu versammeln, politisch aktiv zu sein, künstlerisch aktiv zu sein, philosophisch aktiv zu sein, sich auszuleben. Könnte das nicht die Zukunft sein?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine gute Frage, wie man das tatsächlich bewerten möchte. Also damals auf jeden Fall war es ein unglaubliches Ausbeutungssystem, ein sehr starkes Klassensystem. Das sind einfach mal so zwei Extreme, die aufgezeigt werden, in welche Richtung das gehen kann. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem ganzen Ding um? Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder irgendwie machen möchte und über den ich es extrem spannend finde, nachzudenken, ist, nämlich wenn unsere Arbeit heute maschineller wird, können wir sie morgen menschlicher werden lassen. Weil das Problem ist, ich gebe einfach mal ein Beispiel, das ist der sogenannte Engagement Index in Deutschland. Der wird von Gallup jedes Jahr rausgegeben und er fragt Mitarbeiter, Angestellte in deutschen Unternehmen, was für eine emotionale Bindung sie mit ihrem Unternehmen verspüren. Das heißt, und das Ergebnis davon 2012 war, dass von 100 befragten Angestellten 15 eine hohe emotionale Bindung mit ihrem Unternehmen verspüren. Ja? 61 eine geringe emotionale Bindung und 24 jeder vierte deutsche Angestellte verspürt keinerlei emotionale Bindung mit seinem Unternehmen. Man könnte also, ein paar Leute legen das aus, jeder vierte deutsche Angestellte hat innerlich bereits gekündigt. Gallup, wie so ein Forschungsunternehmen das immer gerne macht, packt da gerne Zahlen dran, die sagen, das kostet die deutsche Wirtschaft ca. 130 Milliarden Euro im Jahr. Leute, die maximal Dienst nach Vorschrift machen. Das heißt, wir haben so eine ganz große Diskrepanz da zwischen dem, wie Leute sich fühlen. Und das Problem, für mich einer der Kernprobleme, wo ich gerne ansetzen würde, ist, dass unsere Vorstellung von Arbeit immer noch das da ist. Wenn ihr mal so beobachtet, und das ist gerade sehr spannend, wenn man die Koalitionsverhandlungen beobachtet, wie wird da über Arbeit gesprochen? Wie werden Arbeitsplätze verstanden? Wie wird der Umgang mit Arbeit, mit Arbeitsplätzen verstanden? Das Problem ist, dass wir in all unserer Diskussion um Arbeit, und das ist für mich essentiell, wenn wir über die Zukunft von Arbeit sprechen, ist, wie denken wir darüber? Welche Modelle haben wir im Kopf? Und all das, wo wir über Arbeit sprechen, ist häufig noch im Industriezeitalter gedacht. Ja, das ist so der 8-Stunden-Tag, ja, 9-to-5. Ich muss vor Ort sein, ich muss präsent sein. Arbeit funktioniert über Anwesenheit. All diese Vorstellungen, ja, oder diese Garantie auf einen Arbeitsplatz. Ja, also jemand muss, erste Aufgabe eines Unternehmers in Deutschland ist, Arbeitsplätze zu bauen. Das will ich gar nicht bestreiten, aber es kommt alles erstmal aus einem Denken, was noch ganz stark hiervon geprägt ist. Und deswegen. Ich habe meine Uhr. Deswegen, für mich das Entscheidende ist, was uns gerade massiv fehlt in dieser Diskussion um die Zukunft der Arbeit, ist ein Vokabular für das 21. Jahrhundert. Und deswegen ist es so gut, dass wir so Geschichten wie heute Abend machen, uns darüber unterhalten und immer so ein bisschen Impulse reingeben. Und mein Impuls kommt jetzt sehr stark von der Maschinenarbeit und von dem Druck, den wir haben, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein anderes Verständnis davon. Ja, deswegen sind wir heute hier in einem Café von einem Coworking Space. Ein Coworking Space ist ein Ausdruck davon, dass man versteht, vielleicht kann Arbeit auch anders funktionieren als nur das Standard-Großraumbüro in einer Festanstellung. Das ist für mich die Herausforderung. Und ich habe dieses Vokabular noch nicht. Ich fand es sehr spannend. Ich war neulich auf einer Tagung von Personalmanagern. Und das war total interessant, weil die wiederum aus ihrem Alltag heraus ganz viel dazu beizutragen haben. Sind sich nur dieses Problems noch nicht bewusst. Aber die reden ständig über Arbeit und die definieren diese Begriffe. Und das ist genau, glaube ich, das, was wir brauchen. Weil, um das abzuschließen, es ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, der Kern für mich, wir müssen verstehen, was da passiert. Wir müssen verstehen, wie wir es angucken. Ich wollte euch halt einfach nur so ein paar Impulse geben. So, guckt euch das mal an. Guckt mal, was da passiert. Schnappt euch mal irgendwie so ein oder andere, das andere Buch. Guckt euch, was die Diskussionen sind, die darum passieren. Die FAZ schreibt, hat relativ viel, auch gerade zu dem Release von Arbeitsfrei, von diesem Buch,
relativ viele Artikel dazu veröffentlicht. Was ist die Diskussion darum und was fehlt in dieser Diskussion? Wie können wir Dinge neu definieren? Und das fängt immer damit an, dass wir versuchen, uns genauer zu verstehen und es nicht zu einfach zu machen, nicht zu sagen, naja, es muss halt so sein. Weil die Zukunft der Arbeit ist auch nicht einfach nur ein Coworking Space oder eine bestimmte andere Art zu arbeiten. Sondern das ist so, das fällt uns manchmal relativ leicht sozusagen so, naja, wir müssen halt alle irgendwie flexibler werden und müsst halt irgendwie, in Zukunft ist jeder seine eigene Marke und muss dafür sorgen, dass er irgendwie als Marke wahrgenommen wird, um sich irgendwie an den Meistbietenden zu verkaufen. Das mag für uns irgendwie oder für unser Umfeld ganz gut funktionieren, aber für viele andere funktioniert es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tiefer verstehen, was da passiert, wie wir das beeinflussen können, weil wir es dann erst dann in der Lage sind, zu verändern. Und für mich ist so ein Grundthema, dass wir häufig dazu neigen, technologische Entwicklung als unausweichlich hinzunehmen, beziehungsweise ihre Konsequenzen unausweichlich zu nehmen. Es gibt den schönen Begriff des Borg-Komplexes. Ja, die Borg kennt ihr aus Star Trek, Widerstand ist zwecklos. Und so verhalten wir uns häufig gegenüber technologischen Entwicklungen. Ich kann ja eh nichts machen, so, das kommt einfach. Ja, so, da muss man ja mitgehen. Technologische Entwicklungen kommen, das ist völlig normal. Aber wo wir die Möglichkeit haben, ist zu entscheiden, was wir damit machen, wie wir damit umgehen, was wir davon annehmen, wie wir es einsetzen. Und das kommt aus dem Verständnis dafür. Und das ist das, wofür ich heute Abend werben will. Mehr Interesse dafür zu haben, mehr zu versuchen, dahinter zu blicken, wie das Ganze funktioniert. Weil dann haben wir die Möglichkeit zu handeln. Und das ist das, wozu ich euch gerne auffordern möchte. Vielen Dank. Ja. Hast du da ein auch global? Weil für mich ist das, die USA hat ja auch eine Wettbewerbsfähigkeit verloren. Mhm. Die Konzerne sind international ausgerichtet, die Arbeitskräfte nicht. Ich habe einen anderen Eindruck von unserem europäischen Arbeitsmarkt. Mhm. Ja, ich habe es. Entschuldigung. Ich habe es aus Zeitgründen so ein bisschen rausgelassen, weil quasi mit mehr Zeit gehe ich noch mal ein bisschen mehr auf Europa ein. Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir in Europa so ein extrem diffuses Bild haben. Also wir haben irgendwie in Deutschland, was in gesundem Konservatismus irgendwie gesagt hat, so, nö, wir machen jetzt mal ganz langsam. Und drumherum bricht alles zusammen. Und das ist genau der Punkt. Die Frage ist, und das ist für mich die Großfrage, deswegen spreche ich das auch an, wir sind gerade in der Lage, dadurch, dass es bei uns noch nicht so ist, bewusst zu sagen, wie wollen wir das denn angehen? Das ist das, worum es mir hier geht. Wie wollen wir, wenn das auch bei uns mehr und mehr Realität wird, und das Buch von Constanze und Frank zeigt das sehr gut, dass wir mehr und mehr in diese Richtung gehen. Es kommt aber sehr langsam, es ist keine Revolution. Es ist eine Evolution, die Stück und Stück forciert, wo wir uns häufig gar nicht bewusst sind, wie weit sie schon ist. Aber wir haben noch diese Möglichkeit, uns geht es gut. Also muss man halt einfach so sagen, uns geht es gut und aus dieser Position heraus souverän, verständnisvolle Entscheidungen zu fällen, finde ich ganz entscheidend. Ich glaube, jetzt zu weit in verschiedene Märkte reinzugehen oder ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber das ist genau für mich der Grund. Wir sehen halt in den USA eine bestimmte Entwicklung und für uns ist die spannende Möglichkeit, wie können wir in Deutschland darauf reagieren, beziehungsweise vermeiden, dass bei uns dieser starke Bruch kommt. Ja. Einmal so ein bisschen in den Raum weiter. Und dazu das mit dem Vokabular fürs 21. Jahrhundert gesagt habe, wollte ich schreien. Jetzt tue ich es. Hast du irgendwie ein paar Hints oder irgendwie ein paar Plätze, wo du sagst, da findet diese Definition statt? Und da kann man irgendwie zumindest folgen oder irgendwie sich eine Inspiration holen? Also ich glaube, ja, also es gibt unheimlich viele. Ich würde als erstes sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, was kann ich beitragen, wäre genau was zusammenzutragen, wo überall diese Diskussion stattfindet und in welchen Formen. Also ein typisches Beispiel ist, ne, Coworking Spaces, irgendwie Diskussionen, die in eine bestimmte Richtung stattfinden. Wir haben in Berlin relativ viel verschiedene Initiativen, sei es vom Beta-Haus, sei es von anderen, die auch bewusst quasi diese neuen Formen suchen.
Und ganz grundsätzlich, also es gibt halt, ja, es gibt verschiedenste Ansätze von irgendwie Büchern, wie arbeitsfrei. Es gibt, ich habe auf meinem Blog, findet ihr, wenn ihr meinen Namen googelt, habe ich eine ausführliche Linksammlung zu all den Quellen, die ich für diesen Vortrag benutzt habe. Da findet ihr quasi auch die ausführliche Version des Vortrags von der Republika und eine ausführliche Quellensammlung inklusive verschiedenster Buchtipps dazu. Das ist wahrscheinlich, wenn du direkt nach was suchst, ein guter Einstieg, weil du von dort aus wiederum viele andere Diskussionen findest, die genau auch dazu passieren. Ich habe auch versucht, so ein bisschen die ganzen Blogartikel, die das Thema weitergesponnen haben, die nach der Republika kamen, dort auch mit reinzunehmen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch nochmal eine gute Möglichkeit. Ich twitter den Link zu dem Beitrag mal, ja? Okay. Für alle interessiert. Du hast ja sehr viel über Technologiesachen gesprochen. Ja. Würdest du sagen, dass die Schwelle der Komplexität, was Menschen überhaupt erschaffen können, dass das schon auf einem Level ist, dass das nicht mehr in der Geschwindigkeit weitergeht, weil die Menschen gar nicht mehr Herr sind über die Produkte, die sie schaffen, weil wir immer komplexer werden, auch wenn wir Fehler machen, das muss wieder irgendein menschlicher Geist finden und beheben. Meinst du, ja, es geht mit der gleichen Geschwindigkeit weiter? Oder ist das eine super spannende Frage. Also du hast nicht, also die Frage, ne, geht es mit der gleichen Geschwindigkeit weiter? Wenn es mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, auf eine längere Zeit, dann kommen wir ganz schnell so Thema Singularität und so weiter, wo es Transhumanismus, um einfach nur so ein paar lustige Konzepte in den Raum zu werfen. Ich persönlich glaube das nicht so wirklich. Ich glaube, dass wir Menschen wesentlich anpassungsfähiger sind, als wir das für uns immer glauben. Ich glaube auch, dass jemand vor 100 Jahren dachte, so kann es nicht weitergehen, das geht alles viel zu schnell, diese Entwicklung ist viel zu krass. Ich glaube, dass wir da sehr schnell sind. Ich glaube aber auch, und das sehen wir immer wieder, dass es so Gegenbewegungen gibt. Also Leute, also ganze Gesellschaftsgruppen, die sagen so, okay, nee, wir wollen jetzt das nicht mehr so haben. Also, oder wir wollen in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, dass es immer wieder diese berühmten Black Swan Events gibt, die einfach dafür sorgen, dass man das plötzlich ganz anders sieht. Ja, und wir erleben gerade sowas mit den ganzen NSA-Leaks, ja, wo du vor einem halben Jahr, wenn jemand gekommen ist, alles klar, ich mache irgendwie Cloud-Business und so weiter, alle gesagt, oh geil, das ist die Zukunft. Und heute alle so, Also nicht alle, aber so viele, dass die USA richtig bammeln, um ihre Internetwirtschaft bekommen. Weil Leute einfach aussteigen und sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie in Deutschland oder ich mache selbst oder ich bringe Sachen um. Das hätte vor einem halben Jahr niemand voraussehen können und plötzlich sieht es echt anders aus und verändern sich Dinge. Und das sind die Dinge, die für uns irgendwie als Leute, die quasi versuchen, so ein bisschen zu antizipieren, wo geht das hin, natürlich immer extrem schwierig sind. Und deswegen geht es halt tatsächlich weniger darum zu sagen, da geht's hin und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das ist so, lustigerweise so ein bisschen, ich habe neulich einen Artikel gelesen, das ist das Problem von Intel. Weil Intel sich und der ganzen quasi Computerindustrie in den USA, die haben sich seit Jahrzehnten auf Moores Gesetz verlassen. Es geht immer so weiter. Und das ist die eine Konstante, auf die wir irgendwie setzen und deswegen da entwickeln wir alles rein. Und haben dabei alles andere außen vor gelassen, wo sie unsicherer waren. Und deswegen haben wir jetzt irgendwie so das Gefühl, dass quasi aus Silicon Valley immer nur die eine Richtung kommt, so mehr Technologie, mehr digital, mehr Startups, mehr Venture, mehr langes Leben und ja, Transhumanismus, wie Google jetzt irgendwie mit die Google-Gründer mit einer neuen Firma irgendwie versuchen, sich unsterblich zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist genau so ein Problem. Ja, deswegen finden wir es zum Beispiel extrem spannend zu gucken, wo passieren ganz andere Entwicklungen, die so ein bisschen weit ab sind von dem aktuellen Standardtrends, zu gucken, was passiert da noch. Wissen die Unternehmen denn in Europa zum Beispiel schon, dass sie sich ändern müssen? das Problem ist immer, die Unternehmen gibt es halt nicht. Deswegen hat mich dieses Buch von Buch Arbeitsfrei so fasziniert, weil du einfach Bauern drin hast, die schreiben irgendwann, dass heutzutage ein guter Bauer ein Technologiefreak ist. Also ein guter Bauer ist zwei Sachen, ein Technologiefreak und ein Wetterfreak. So, also wenn ihr glaubt, ihr habt irgendwie viel Wetter-Apps und checkt euer Wetter häufig, nichts im Vergleich zu einem Bauern. Weil für die alles davon abhängen, weil sie so extrem gute, die geben irgendwie hunderte von Euro im Monat aus für bessere Wetterdaten. Die sind da schon viel weiter, als wir uns das immer vorstellen. Und
ganz grundsätzlich, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Und das ist so ein typisches Ding für mich auch in meiner Arbeit. Zwischen, du hast so Kunden, man hat dann so Kunden, wo man denkt so, ihr müsst doch mal verstehen, wo das hingeht. Und auf der anderen Seite zeigt gerade unsere aktuelle Situation der Wirtschaft in Deutschland, dass es manchmal auch ganz gut ist, nicht blind auf jeden Trend aufzuspringen und alles mitzumachen, und, sondern sich bewusst ein bisschen gemächlich halten und zu gucken, wo das hingehen könnte. Und dann, und das ist das, was wir mit sehr vielen Kunden erleben, gerade aus dem Mittelstand, die so, okay, ich glaube, wir können uns jetzt darauf einigen, das Internet geht nicht mehr weg, dann, okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, da hinten war noch jemand vor. Okay. Also gerade, ich bin eingeladen, im Januar eine Veranstaltung Future Work zu moderieren, wo Siemens mit Studenten aus Begabtenförderung verhandeln über dieses Thema. Also es gibt auch Unternehmen, die sich über sowas Gedanken machen. Ja, es gibt auf jeden Fall ohne Ende Unternehmen. Lustigerweise, der Seitenhieb muss noch erlaubt sein. Es sind tatsächlich häufig das, was wir als klassische Unternehmen verstehen, die deutlich weiter sind. Es gibt aus meiner Sicht sind Agenturen, die irgendwie als allerletzte irgendwie verstehen, dass da was sich verändern muss. ich kenne es einfach so ein bisschen aus, weil wir viel mit Agenturen zu tun haben. Es gibt, glaube ich, kaum eine konservativere Branche in Deutschland als Agenturen. Aber das werden Sie dann spätestens merken, wenn wirklich der Letzte auch irgendwie in einen netten Festanstellungsjob bei BMW gegangen ist mit flexiblen Arbeitszeiten und Teilzeit und langem Mutterschutz und so weiter. Ja, aber deswegen ist es definitiv. Ich meine. Peter! Genau. Würdest du sagen, es gibt einen bestimmten Personenkreis, der besonders in der Verantwortung steht dafür, Veränderungen zu sorgen, sei es Unternehmer, sei es Institutionen, sei es die Politik, sei es Freiberufler, die das irgendwie treiben? Wie ist so da deine Einschätzung? Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass ganz viel von diesem Thema Maschinen und Menschen, wer macht in Zukunft die Arbeit, letztendlich eine Frage von Macht ist. Den Klischeebegriff zu benutzen, am Ende des Tages muss man wissen, wo die Reise hingeht, wie wir immer so gerne sagen. Am Ende des Tages geht es darum, wer hat die Macht, das zu entscheiden. Und im Moment wird das quasi von den großen Unternehmen, die sagen, wir wollen das aber so. Ja? Geht es da nur um die Profite. Ja? Und ich gebe mal ein Beispiel irgendwie. Die ganze Diskussion um den Mindestlohn ist ein Thema, was die Hersteller von Robotern hinter vorgehaltener Hand total super finden. Mindestlohn ist das Beste, was denen passieren kann. Weil Mindestlohn bedeutet, dass sie eine feste Zahl haben, gegen die sie arbeiten müssen. Wenn wir in Deutschland einen Mindestlohn von 8,50 Euro bekommen, dann werden alle Roboterhersteller sagen, super. Alles, was wir hinkriegen müssen, ist, mit unseren Maschinen es hinzubekommen, knapp unter die 8,50 Euro zu bekommen, was die Kosten angeht, auf längere Sicht gesehen. Und dann haben wir das Heft in der Hand. Und das sind so, damit sage ich jetzt überhaupt nicht, dass ich persönlich denke, wir sollten keinen Mindestlohn in Deutschland haben. Das sind nur einfach so Konsequenzen, von denen wir das funktioniert. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Politik ganz wichtig ist. Schirmbach hat geschrieben, irgendwie arbeitsfrei müsste eigentlich Teil der Koalitionsverhandlung sein, und an der Stelle auch vielleicht mal, dass die SPD dieses Thema nicht vor sich hertreibt und sagt, das ist die Zukunft und wir müssen Lösungen dafür finden, zeigt aus meiner Sicht, in was für einer Krise die Arbeiterpartei SPD eigentlich ist, dass sie dieses Thema nicht pusht, weil das ihr eigenes Thema sein müsste. Gleichzeitig ist es für mich aber ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, alles klar, das ist Politik, so, das sollen die mal machen. Ich sage da genau das Gleiche wie beim Thema irgendwie NSA und ja, Privatdatenschutz. Ich muss mich politisch so engagieren, damit es nicht nötig ist, zu verschlüsseln und für meine eigene Sicherheit zu sorgen. Und gleichzeitig sollte ich so für meine eigene Sicherheit sorgen und verschlüsseln, als würden alle politischen Anstrengungen nicht funktionieren und wir würden morgen einen Diktator bekommen. Das ist so die Balance, mit der wir leider leben müssen. Und das. Okay. Vielen Dank, Johannes.